Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant. Was im letzten Part geschah, wird nun erklärt. Was bisher geschah? Der Professor und seine Begleiter können das letzte Ei endlich in den Händen halten, da sie Brownes Spiel durchschauten. Endlich sind alle Eier vereint. Unsere Helden müssen nun das Rätsel des von Aslanti überlieferten Schlüssels lösen. Nur haben wir jetzt ein kleines Problem. Warum, werdet ihr gleich sehen. Wir haben zusammen mit Aurora den Schlüssel erschaffen aus den 5 Eiern. Und dann hat Aurora erkannt, was wirklich hinter dem Geheimnis von das Land steht und wollte sich schon umbringen und vom Dach stürzen. Doch nun hat Professor Lockler den Schlüssel angenommen und hat ganz böse gelächelt. Und seine Augen haben sich geändert. Und ich habe eine ganz böse Vermutung, was dahinter steckt. Und eigentlich wollte ich gar nicht weiter aufnehmen, aber ganz ehrlich, ich bin gerade sehr stark vom Spiel hingerissen. Und ich weiß jetzt schon, was kommt, auch wenn ich das Spiel noch nie gespielt habe und ich zögere es immer weiter hinaus. Aber wir sollten es nun lösen. Professor Locklers wahres Geheimnis. Was ist mit Ihnen? Ich habe gewusst, dass jetzt auch langsam mal endlich wieder eine synchronisierte Szene losgeht. Also ich mache es ein bisschen lauter jetzt. Ich hab's geahnt. Ja, er kennt die Stimme wieder. Nein, sind Sie etwa? Ja. Das ist Cole. Vielleicht erkennst du mich jetzt wieder. Ja, von Anfang an wusste ich es. Der gute Professor Lockler, der schon eine ähnliche Stimme hatte. Es musste das Cole sein. Ich wusste es einfach. Ich wusste das. Das war mir schon klar. Wieso sonst hätte er mit Raymond zusammenarbeiten können, der ja eigentlich der Begleiter von Desco selbst war, wie man aus dem letzten Teil kennt. Desco? Sie waren die ganze Zeit bei uns? Doch, wieso? Was hatten Sie vor? Eigentlich hätte Professor Layton das selbst herausfinden müssen. Ach, wieso ich mit euch um die ganze Welt gereist bin? Mein einziges Ziel, mein Lebenszweck ist die Vernichtung von Targent. Targent nahm mir alles, was mir je etwas bedeutet hatte. Was? Ja. Und gleich wird, glaube ich, noch viel mehr offenbart, was ihr alle nicht zu glauben wagt. Und ich vermute schon sehr Starkes. Was genau, wird hoffentlich jetzt erklärt. Ich wusste, dass du mir in meinem Kampf gegen Targent nützlich sein würdest. Wer sind sie wirklich? Ja, bitte. Bitte, los. Dies ist nicht der rechte Zeitpunkt, um meine Lebensgeschichte zu erzählen. Ich habe noch viel vor. Nein, bitte mach's jetzt. Mann. Gehabt euch wohl, Freunde. Ah, da! Er versucht zu fliehen! Er läuft zurück zu Bostonius. Schnell, er darf uns nicht entwischen. Aber uns wurde auch gesagt, wir können nicht mehr mit der Bostonius fliegen. Was kann da wohl auf uns zu? Ich bin gespannt. Und damit haben wir auch das vierte Geheimnis fürs erste gelüftet. Leider, ich hab's auch schon geahnt. Weil es war schon klar mit seinen... Das konnte man schon aus seinem Verhalten ablesen. Professor Lockler. Der Archäologe Desmond Lockler ist niemand anderes als Jean Descole, selbsternannter Erzfeind des Professors. Descole, dessen Absichten einstmals völlig im Dunkeln lagen, konnte durch unsere Hilfe endlich eines seiner Ziele verwirklichen. So. Ich wollte gerade sagen, kein Ton... Für einen Weg, Descole einzuholen. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh, wir haben ein Ziel, und zwar zurück zum Büro des guten Brownes zu gehen. Okay, ich bin gespannt. So, was sollen wir hier jetzt machen? Wir werden sicher etwas finden, das uns die Verfolgung erleichtert. Was meinen Sie, Professor? Wie sollen uns die Sachen denn hier denn helfen, Descole zu fangen? Wo ist Brownes denn selber? Ganz einfach. Ich werde es ihm gleich tun und den direktesten Weg vom Turm nehmen. Den durch die Luft. Wie bitte? Sie können doch nicht einfach von einem Wolkenkratzer springen. Ja, mit einem Fluggerät schon. Mann, mein lieber Luke, das kennst du doch selbst schon aus dem ersten Teil Geheimnisvolles Dorf, oder nicht? Wie der gute Professor mit ihm und Flora damals von einem hohen Gebäude floh. Nicht direkt springen. Ein Gleitflug erscheint mir wesentlich sicherer und effektiver. Ach so ist das, Professor. Sie wollen eine Art Gleitflieger bauen, stimmt's? Exakt. Wir müssen nur die richtigen Bauteile dafür finden. Gut, suchen wir mal. Ich vermute mal, hier oben finden wir eins davon. Aha, die Flügelspannweite jenes Skeletts sollte ausreichen, um einen Menschen sicher zu tragen. Aber können wir daraus wirklich einen Gleiter bauen, Professor? Das Skelett eines
Pteranodons ist für den Gleitflug buchstäblich wie geschaffen. Ein besseres Gestell finden wir nirgendwo. Würdet ihr mir bitte kurz zur Hand gehen? Alles klar. Reicht das schon? Ja, das sieht gut aus. Ziemlich robust, wie sie sagten. So könnte es tatsächlich klappen. Wow, cool, ein Skelettgleitflieger. Das hat Stil. Und nun los, beeilen wir uns. Ich bin gespannt. Die Verfolgung durch die Luft. Professor, wollen Sie wirklich da runterspringen? Keine Zeit zum Zaudern. Das Code gibt sein Möglichstes, um aus Targentis zu fliehen. Seien Sie vorsichtig, Professor. Sorgt euch nicht um mich. Beeilt euch lieber und lauft zurück zur Landeplattform. Die trennen sich. Na gut. Ah, Professor! Komm, Luke, wir müssen schnell los. Ich bin gespannt, was passiert. Verdammt. Das ist schlecht. Jetzt ist er tatsächlich geflohen und das mit dem Schlüssel. Und wir können die Bustonius doch schlecht fliegen. Wenn ich mich recht erinnere, war das Cole ebenfalls so ging, als Aurora die Botschaft von das Land verkündete. Am Orte des Erwachens steht das Tor. Ja, wo wird das wohl sein? Im Loch Raymond natürlich. Der Ort des Erwachens, das muss die Eishöhle sein, in der wir Aurora gefunden haben, oder? Okay, das könnte natürlich auch im Snowbox sein. Ganz sicher. Zweifellos ist das Cole gerade auf dem Weg nach Snowborg. Doch wir haben zumindest noch die Bostonius. Professor Locklear! Hallo, wir können die fliegen, halbes? Okay, das wusste ich nicht. Möchtest du deinen Spielfortschritt speichern? Ich meine, komm, Raymond ist gerade mit dem guten, weggeflogen. Kann der gute Professor fliegen? Das ist schön. Kapitel 5, Ende. Möchte ich nochmal sagen. Kapitel 6. Aslans Allerheiligtes. Oh Leute, ich bin schon so gespannt. Das war eben so genial mal wieder, diese Szene. Diese Schwertkampfszene. Ich mag diese Fechtszenen. Schon aus dem Film. Professor Layton fliegt. Das merkt man. Hab ich mir denken können. Ist alles in Ordnung? Luke? Emmy? Alles klar, Professor. Puh, bei mir auch. Aber der Bastonier scheint es schlechter ergangen zu sein als uns. Wir haben Glück, dass sie uns ein letztes Mal unversehrt ans Ziel gebracht hat. Zumindest sind wir genau dort, wo wir hin wollten. Wenn das Code das Heiligtum von Aslan sucht, ist er ganz sicher hier. Ganz richtig. Wir müssen ihn aufhalten. Dann nichts wie los. Okay, neue Episoden im Koffer des Professors verfügbar. Also sollten wir uns die erstmal angucken. Das muss leider sein. Es tut mir leid. Die werden wir auch ganz schnell durchgehen. So, gleich zwei. Katz und Castellan. Überraschendes von der Bostonius. Wer hätte gedacht, dass Butler Raymond und Carter Keats so famos miteinander auskommen? Ach, jetzt diskutieren die ganze Zeit. Na, sehr schön. So, ach. Na, Ihnen scheint es ja gut zu gehen, Meister Keats. Etwas Entspannung ist doch selten verkehrt, nicht wahr? Mans? Ehe, möchte der Herr vielleicht einen kleinen Imbiss, bevor er sein Mittagsschläfchen macht? Miau! Das dachte ich mir schon. Ich habe die besten Leckerli, die man kaufen kann. Ich hoffe, Sie munden ihn. Jetzt müssen wir zu jedem Ort, in dem wir mal waren. Tatsächlich. Guten Tag, Meister Keats. Wie geht es mit Ihrem Rätselsammeln voran? Hoho, nicht schlecht. Nicht schlecht. Lassen Sie es mich wissen, sollten Sie noch ein Leckerli benötigen. Bitte? Ich soll auch ein Päuschen machen? Stören würde es sicher keinen. Aber das bleibt unser Geheimnis, ja? Miau.
Schön, dass er auch die Sprache der Tiere verstehen kann. Damit hat unsere gemeinsame Reise ein Ende, Meister Keats. Wir müssen uns schweren Herzens trennen. Ach, er wusste das schon vorher. Was? Es war mir eine Ehre, mich um ein so vornehmes und sanftes Kätzchen wie sie zu kümmern. Pass auf sie, dich auf, Kleiner. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwann ein weiteres Mal. Mounts! Okay. Interessant. Lang lebe Targent. Nach Bronos Fall sieht es Albatros als seine Aufgabe, die Agenten und Forscher von Targent in eine bessere Zukunft zu leiten. Na gut. Der Kommandant hat nun uns also im Stich gelassen. Nach all unserer Aufopferung ist das also sein Dank. Wieso nimmt er diese unfähigen Handlanger mit ins Heiligtum und nicht mich? Ach, und dabei hätte Targent doch die Geheimnisse der Aslanti erforschen sollen. Die Welt wollten wir verändern. Und er lässt einfach die Wissenschaftler zurück, die seit Jahren alles für ihn geben? Wofür das Ganze? Ach, Flamingo, den kenne ich ja nicht. Agent Albatros, es wäre das Beste, wir verduften hier. Die Polizei ist schon auf dem Weg. Irgendwer hat uns verpfiffen. Dann ist es vorbei. Uns bleibt nichts mehr. Es mag nicht alles eitel Sonnenschein sein, Chef. Das gebe ich zu. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Wir haben der für derartige Notfälle vorgesorgt. Die Bullen werden hier nichts finden. Na und? Kommandant Bronev hat uns zurückgelassen. Uns alle. Was hat unser Tun damit noch für einen Sinn? Er mag abgehauen sein, doch er hat nur die Junge fürs Grobe mitgenommen. Nicht aber die Wissenschaftler. Die sind alle noch hier. Wozu brauchen wir Bronev? Wir sind auch so Targent. Wir können noch immer die Aslanti erforschen, oder nicht? Hören Sie, ich habe vorhin mit den anderen gesprochen. Wir waren uns einig, dass wir einen neuen Anführer brauchen. Wir haben gewählt und die Wahl war einstimmig. Und wissen Sie, wen wir als Chef wollen? Raten Sie mal. Ihr wollt mich als neuen Kommandanten von Targent? So ist es, wir brauchen Sie hier. Targentis ist unser Zuhause und Targent unser Leben. Wir müssen weitermachen. Es gibt immer noch die alten Hasen hier, die freiwillig uns aus Überzeugung hierher gekommen sind. Meine Frau und ich zum Beispiel. Du hast recht. Ich hatte unser eigentliches Ziel ganz aus den Augen verloren. Wir können in dieser Stadt noch viel lernen. Vielleicht können wir irgendwann so weise werden wie einst die Aslanti. Es würde mich nicht wundern. Meine Frau sagt immer, dies sei die größte Sammlung von Aslanti-Artefakten der Welt. Es liegt jetzt an uns, all dies davor zu bewahren, am Ende noch in die falschen Hände zu geraten. Schon wieder, meine ich. Flamingo, du hast recht. Selbstmitleid bringt uns nicht weiter. Wir sorgen dafür, dass Targentis wieder Ruhm und Ehre erhält. Na gut. Die Weisheit der Aslanti? Welch verlockendes Ziel. All die Macht, all der Ruhm, das gefällt mir. Oh ja, das gefällt mir. Oh, da haben irgendwelche Typen von denen Hintergedanken. Gut, ein paar Minuten haben wir noch. Also, raus hier. Wir sind mal wieder in Snowbog. Und genau hier sind wir. Achso, umso besser. Die steht da. Schon wieder. Schlechter könntet ihr es nicht erwischen. Snowbog wird gerade nämlich evakuiert. Eine Evakuierung? Was ist denn geschehen? Lawinenalarm, was sonst? Ganz plötzlich fängt unser größter Berg zu beben an. Als hätte er Schüttelfrost. Ein Albtraum. Alle laufen gerade ins Tal, so schnell sie können. Und ich ebenfalls. Das hat doch bestimmt einen Grund. Das Heiligtum erwacht. Wenn Professor Lockler den Schlüssel einsetzt, ist es zu spät. Dann müssen wir ihm eben zuvorkommen. Los, zur Eishöhle. Ja, meine Lieben, los geht's. Verfolge das Cole. Alles weg. Nanu, was ist denn hier passiert? Die Temperatur hat sich drastisch verändert. Ja, es war vorher viel kälter. Aslan erwacht. Es macht sich bereit für denjenigen, der sein Rätsel gelöst hat und nun sein Heiligtum betritt. Das ist ja gemein. Eigentlich haben wir doch die ganze Arbeit zusammen gemacht. Los, Professor, den schnappen wir uns. Ja. Die Schätze von Aslan sind zum Greifen nahe. Darauf haben wir alle gewartet. Stimmt's, Professor? Ja, stimmt. Und jetzt können wir weitergehen, denn die Eiswand ist verschwunden. Aber meine Lieben, ich habe die Vermutung, dass da hinten etwas sein wird. Also eine Sequenz oder irgendwas anderes. Ich suche kurz mal wieder nach Hinweismünzen. Ich glaube, wir haben noch nicht wirklich hier damals danach gesucht. Wir werden es im nächsten Part weitermachen und hier, ja, nach des Cole suchen, ihn verfolgen. Und wir wollen hoffen, dass wir nicht zu spät gekommen sind. Meine Lieben, ich möchte damit den Part beenden. Im nächsten Part geht's weiter. Wir verfolgen des Cole weiter. Und wer weiß, was uns dort hinten erwarten wird. Wir wissen nichts. Ich bin gespannt. Das Vermächtnis von Aslanti wartet. Bis dann und auf Wiedersehen.